praktisch im Anschluss an meinen letzten Talk, okay, macht mir überhaupt nichts mehr, Ehrlichkeit, über das Segeln auf dem Mittelmeer diesen Sommer. Okay. Im Anschluss von meinem letzten Vortrag über Segeln wurde ich gefragt nochmal, ob ich einen Vortrag halten könnte über Navigation. Habe ich mir gedacht, ja gut, kann ich machen, wenn ich kurz vor der Prüfung stehe. Ja, genau. Das wird jetzt nur ein kurzer Überblick werden. Es wird vermutlich nach der Prüfung, wenn jetzt nach dem Vortrag genügend Interesse besteht, noch einen Workshop geben. Aber das entscheide ich dann. Vor allen Dingen, weil die Karten sind unhandlich und ja. Also zum Navigieren auf See benutzt man natürlich grundsätzlich, man hat GPS, aber technisch gesehen wird es eigentlich, man muss es immer noch auf Karte machen können und man sollte es die Position regelmäßig auf der Karte eintragen, weil wenn mitten auf dem Meer das GPS ausfällt, kann man nicht mal mehr eben rechts ranfahren und mal nach Straßenschildern gucken. Wenn man dann nicht weiß, wo man ist, ist man ziemlich aufgeschmissen. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Das ist jetzt, gilt jetzt nur für in Küstennähe, für auf offener See gibt es noch astronomische Navigation, aber das, davon habe ich keine Ahnung, das behandle ich jetzt nicht. Es geht jetzt wirklich bloß um ja, Küstennähe. Hauptwichtigster Punkt ist erstmal, dass man eine Karte hat und eben das passende Kartenbesteck. Das sieht man jetzt. Die Karte sieht man hier. Ist erheblich detaillierter, als man jetzt hier sieht, offensichtlich. Und eben zum Arbeiten auf der Karte eben so ein Reißzirkel zum Abmessen von Distanzen und so ein Kursdreieck, das fast wie ein Geodreieck ist, nur dass die Winkel verkehrt rum draufstehen. Was verwirrend ist, wenn man mal ein Geodreieck versucht zu benutzen. Und dann keinerlei der Methoden funktioniert. Das sieht man hier jetzt nicht, da ist nochmal so ein durchsichtiges Dreieck ohne Beschriftung zum Parallelverschieben, wenn man Kurse verschiebt. Das ist aber Details. Was man noch braucht, ist ein Kompass, um eben Kurse selbst messen zu können, in welche Richtung man gerade fährt. Ein Lot, um feststellen zu können, wie tief das Wasser unter einem ist. Wozu, komme ich gleich noch. Eine Logge, das misst die Geschwindigkeit durch ein kleines drehendes Rad unten am Schiff. Damit kann man eben die Fahrt durchs Wasser feststellen. Und eine Uhr, um hinterher sagen zu können, ich bin jetzt so lange gefahren mit der Geschwindigkeit. Was ist das für eine Strecke? Ciao. Wichtigster Punkt ist erstmal zu wissen, wo man ist. Gibt es jetzt die drei recht einfachen Methoden? Das, was man am häufigsten macht eigentlich, ist so eine... Kreuzteilung. Man misst einfach den Winkel mit dem Kompass vom Boot aus zu zwei Punkten und trägt eben diese Punkte dann, wenn man weiß, wo die auf der Karte sind, mit dem Winkel ein. Es gibt zwei Linien, die kreuzen sich irgendwo. Und wenn man richtig gemessen hat, ist genau an dem Punkt das Boot. Wenn nicht, gibt das halt so ein bisschen Matsch, aber das ist halt dann immer die Frage, wie präzise man misst. Dementsprechend präziser ist die Position. Peilung und Lotung ist, wenn man nur einen Punkt hat, den man gerade verwenden kann, dann hat man eben nur diese eine Linie. Das ist die Frage, wo bin ich jetzt auf dieser Linie? Und dann ist eben, wenn das Tiefenprofil von dem Ufer das hergibt, dass eben relativ steil das Ufer verläuft und relativ viele Tiefenlinien in der Karte eingetragen sind, kann man, wenn man vor Anker liegt, die Tiefe messen oder wenn man und fahrt ist auch mit dem Echolot und daraus eben dann den Schnittpunkt dieser Peilung und der entsprechenden Tiefenlinie nehmen. Und das ist dann auch die Position. Das ist halt auch je nach Beschaffenheit des Bodens, wenn er ständig aufsteigt und absinkt, bringt das nicht allzu viel, aber wenn er relativ steil einfach nur monoton abfällt, kann man das nehmen zur Bestimmung von der Position. Bisschen schwieriger, das ist auch noch so eine recht komplexe Formel, die ich nicht auswendig weiß und die ich jetzt nicht rausgesucht habe, ist die Peilung und Entfernungsmessung. Man kann die Höhe durch die Höhe von einem bekannten Gebäude wie ein Leuchtturm und die eigene bekannte Höhe und den Winkel über dem Horizont die Distanz
etwa ermitteln. Das geht auch ähnlich mit Lichtsignalen, wo man sagen kann, die strahlen bei Nacht so und so viel Seemeilen nach draußen. Und wenn man das dann gerade so auftauchen sieht, weiß man ja etwa, in welcher Entfernung man ist. Wenn man dann die Peilung misst, kann man grob Positionen einzeichnen. Genau, das war auch so ein Punkt, den ich vorhin vergessen hatte. Entfernungen werden auf See eben in Seemeilen angegeben, was etwa 1,8 Kilometer sind. Das ergibt sich aus dem Abstand von Breitengraden, beziehungsweise das ist etwa eine Breitenminute. Aber 1,8 Kilometer ist so der Punkt, den man sich merken kann. Ja, verkehrt rum, die Taste. Ja, das waren jetzt die Methoden, die man praktisch auf dem Boot mit der Außenwelt durchführt. Aber zum wirklichen Navigieren, um Kurse festzulegen, muss man halt auch auf die Karte gehen. Ich meine, zum Positionen einzeichnen sowieso, aber ja. Und das Einfachere ist das Messen von Winkeln. Man hat ja hier relativ häufig die Breitengrade? Ja, ich glaube, es sind Breitengrade. Nee, Mann, das sind Breitengrade, das sind Längen. Vielleicht so ständig. Und dann kann man einfach, wenn man irgendwo hier einen Kurs fährt, legt man eben hier an und benutzt das zweite Dreieck, um parallel zu verschieben auf diese Linie und kann dann eben am Kursdreieck ablesen, was für einen Kurs man gerade fährt. Eben hier, wo dann diese Linie das Kursdreieck schneidet. Das ist relativ bequem und unkompliziert. Wo man mehr aufpassen muss, ist beim Messen von Distanzen, weil so wie die Karten projiziert sind, ist es eben so, dass wenn man hier seitlich sieht, ist es ein Maßstab. Hier ist ein Maßstab. Letztendlich Seemeilenunterteilung. Aber man muss immer hier an der Seite messen, weil auf der Höhe, wo man sich gerade befindet. Weil je nachdem, wo man ist, ist die Unterteilung eine andere. Das macht je nach Kartenmaßstab eben mehr oder weniger Unterschied, aber dadurch, dass es eben von den Graden abhängt und sich die Karte verzerrt ist oder entzerrt ist, weil Kugeln kriegt man schlecht auf ein rechteckiges Blatt Papier, macht das eben Unterschied. Jetzt Korrekturen oder warum ist die Klippe so nah? Das klang ja jetzt alles noch relativ einfach. Einfache Geometrie. Kann ja nicht so schwer sein. Und dann kommt der ganze komplizierte Kram. Die ersten zwei Punkte, also der erste Punkt ist eben die Ablenkung vom Magnetkompass. Wenn man Magnetkompass hat auf dem Boot und dabei eben Kurs abliest, dann zeigt der Bullshit an. Wenn man Glück hat, hat man eine Tabelle, die einem sagt, wie viel Bullshit. Weil dadurch, dass das Ding ja nicht in einem komplett leeren Raum irgendwo hängt, ist da viel Kram außenrum, der Interferenzen macht. Sei es Elektrik, sei es Metallgegenstände, sei es irgendein Magneten oder sonst irgendwas. Magneten wären doof, aber grundsätzlich. Und das ist eben, da gibt es eben für jedes Boot eine Ablenkungstabelle, die einem sagt, wenn du diesen Kurs fährst und diesen anderen Kurs misst, musst du da 1 oder 2 Grad abziehen, drauf addieren. Das ist halt dann immer unterschiedlich. Das ist dann eine schöne Tabelle, sollte man mitarbeiten. Ist eigentlich recht einfach. Missweisung ist wieder ein bisschen komplizierter. Das sieht man hier nochmal. Hier, das kann man nicht lesen, aber hier ist eingetragen, die Missweisung vom magnetischen Nordpol zum geografischen Nordpol. Das ist ja schon so ein bisschen relevant. Das hängt aber dann auch wieder vom Kartenabschnitt ab. Und nicht nur vom Kartenabschnitt, sondern auch noch von der Zeit. Da ist eine Jahreszahl drauf mit einer Abweichung pro Jahr. Und glücklicherweise ist ja eine Prüfung immer irgendwie dasselbe Jahr, wie auf der Karte steht, aber muss nicht sein. Und die Karten sind meistens recht alt und da muss man dann noch über zig Jahre kompensieren. Das ist dann der etwas kompliziertere Part, aber wenn man das einmal gemacht hat,
Die Dinger sind meistens so 2, 3 auf einer Karte drauf, wenn man regelmäßig im selben Revier ist. Die Dinger ändern sich nicht allzu schnell. Wenn man das einmal gemacht hat, ist es nur Zahl drauf addieren, fertig. Dann hat man den rechtweisenden Kurs. Damit kann man schon mal auf der Karte arbeiten. Aber dann kommen solche Dinge wie Umwelt. Und Handys. Die auch den Kompass ablenken können. Vermutlich. Ich meine, Elektrizität. Was man auch noch hat, nicht nur auf einem Segelboot, aber da besonders kräftig, weil man mehr Eingriffsfläche hat, ist Winddrift. Dadurch, dass man eben mit einem Schiff irgendwo durchs Wasser fährt, vom Wind angetrieben, drückt einen halt auch der Wind weg. Und je nachdem, wie stark man am Wind steht, mit Nase Richtung Wind, desto mehr drückt einen das weg und desto mehr verschiebt einen das. Das hängt dann wieder von der Rumpfform ab. Und ich weiß selber nicht, wie zur Hölle man da auf einen Wert kommt. Das ist mehr oder so, man fährt eine Strecke, bei der man sich mit dem Kurs sicher ist und misst, wie weit man daneben lag und guckt halt, wie viel das verschoben hat. Das ist so der einfachste Punkt. Das ist dann auch mehr oder weniger dieses Dreieck hier, wo man das normalerweise, wie wir in den Prüfungen lernen, schön geometrisch berechnet und halt ausmisst. Ich denke, ich werde bis zur Prüfung noch rausfinden, ob man das einfach direkt ausrechnen kann. Ich glaube, das geht doch nicht so einfach. Aber vielleicht mit dem Taschenrechner. Mal gucken. Sollte nicht so kompliziert sein. Und dann ist das noch die Ablenkung durch Strömung. Da kommt man über Stromatlanten an sehr detaillierte Strömungen und Gezeitenströme, wo man dann ausrechnet, ist gerade Ebbe oder ist Flut und wo bin ich und in welche Richtung fließt das Wasser gerade. Und das kann man dann relativ einfach, wenn man daraus dann eben einen Strom ausgerechnet hat, kann man sagen, okay, ich bin hier, möchte hier hin, mach eben hier Fahrtübergrund, Kursübergrund, die Strecke, die ich fahren will. Und das ist eben der Strom, der ist hier angezeichnet. Das, so weit wird es mich versetzen. Eben die Länge dieses Pfeils ist eben dann umgerechnet die Geschwindigkeit. Und dann zieht man einfach einen Kreis drum in der Länge Fahrtübergrund, die man gerade selber fährt. Das kann man ja über die Logge messen. Und dann hat man hier schon einen Schnittpunkt mit einem Kurs, den man hier ablesen kann, den man durchs Wasser fährt, beziehungsweise hier dann, den man fahren muss durchs Wasser, damit man auch da ankommt und nicht wie eben hier oben, wo komplett anders. Im Zweifelsfall kann man natürlich auch einmal so fahren für eine Stunde, weiß dann, okay, so viel Versatz ist, ich hoffe, den Rest der Strecke ist selber Wind, selber Strom und ich rechne einfach damit weiter und korrigiere. Gibt es da eine App dafür? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht geguckt. Ich meine, statt viele Bücher dafür zu wälzen, könnte man doch einfach eine App haben, die einem sagt, wo du bist. Also, das ja, und dann fällt dir das Handy ins Wasser. Also, ich glaube, das Problem ist eher die Mengen. Also, ich meine, natürlich, es lässt sich alles irgendwie unterbringen, aber das ist in zig verschiedenen pro Land unterschiedlichen Büchern mit Leuchtfeuerverzeichnissen, Stromatlanten, Gezeitenverzeichnissen. Das sind eine Menge Dinge. Was man vermutlich machen könnte, wäre hier den Kram mit eingeben und dann spuckt mir das Ergebnis aus. Das geht relativ einfach, würde ich mal behaupten. Aber so komplett, ich bin gerade hier, wird glaube ich kompliziert, vor allen Dingen, weil du meistens kein wirkliches Internet hast. Und alle Dinge auf dem Handy zwischenspeichern ist vielleicht auch doof. Vor allen Dingen, weil dann hast du keine Wetterdaten und ja. Genau. So, das wäre jetzt so der Übersichtspunkt. Ich würde dann irgendwie, wenn jemand Interesse an einem Workshop hat, bei mir melden. Ich glaube, ThinkJD wollte unbedingt einen haben. Der ist jetzt aber schon weg, aber egal. Ja. Weisen Sie es auf die Mailingliste. Ja, ja, und kann ich. Haben Sie eine schöne Wiki-Seite? Nein, nein. Eine sehr juristische Abrechnung. Nein, nein. Ich rechne einfach so ab, das geht schon. Nee. Also ja, wenn jemand Lust hat auf so einen Workshop, Anfang November irgendwann,
oder weiß nicht, so einen Tag mal gucken, wie man auf einer Karte navigiert. Einfach bei mir melden. Willst du das nicht über live machen, auf dem Wasser? Nein, weil A, ich habe kein Boot, B, da ist wenig Platz, um eine Karte auszubreiten und C, das Wetter ist widerlich. Ja, also ich meine, man könnte natürlich mal im Mittelmeer ein Boot mieten, könnte man machen, wäre cool, aber ja. Ich hatte ja erwähnt, du kannst einfach zum Unisegeln gehen in Mannheim und die bieten Turns an und also die komplette Ausbildung und so. Das ist, glaube ich, sinnvoller, wenn du das wirklich mit Boot und alles. Nein, witzigerweise nicht, weil die meisten kosten, also letztendlich kostet es irgendwie als Student 30 Euro weniger, zumindest der Part, der an die Uni geht, sind halt irgendwie diese 30 Euro. Der relevante Part ist dann halt für Turns, da gibt es halt dann Sondertarife für Studenten, die dann ein gutes Stück günstiger sind, aber wenn du einen Spätsommer-Turn machst oder einen Frühjahrs-Turn, dann sind die genauso, sind die auch günstiger. Und ja. Einfach Unisegeln, Mannheim, findest du das. Okay, ich glaube, keine Fragen mehr.